Ja, und damit willkommen zu einem neuen eine Stunde in. Und als allererstes muss ich mal kurz in die Einstellungen gehen, weil ich muss es auf ein anderes Fenster ziehen. Deswegen muss ich jetzt das hier ein bisschen machen. Sieht schon in der Aufnahme ein bisschen komisch aus, aber muss halt. Das erinnert mich halt nochmal daran, dass ich auf jeden Fall mal meinen Hauptmonitor einstellen muss, weil es immer noch mein alter Monitor. Ich habe mir noch als Hauptmonitor eingestellt, beziehungsweise halt der Monitor, auf dem ich eigentlich nicht spiele. Ist als Hauptmonitor eingestellt, ist ein bisschen doof. Für so Spieleanwendungen, die halt automatisch eben da auf diesen Vollbild antworten. Und der Blacky, der stört gleich wieder, aber naja. Dann ist das halt so. Auf jeden Fall Unrailed. Warum spiele ich dieses Spiel? Das könnte vielleicht auch für euch interessant sein, also keine Ahnung. Es ist zumindest auf jeden Fall aktuell im Epic Games Store kostenlos. Ich glaube bis zum 11. August, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall heute, wenn das Video online kommt, auf jeden Fall noch. Und ja, keine Ahnung, sah halt so einigermaßen sympathisch aus und ich würde einfach mal gucken wollen, das ist meine Stunde, was denn das genau für ein Spiel ist. Ich habe gerade schon gesehen von Dedalic, also mal gucken. Und ja, gehen wir einfach mal in ein Spiel rein. Ah, ich kann mein Aussehen verändern, das ist ja so. Blaue Haare sind schon wild, auf jeden Fall. Nimm den hier. Was ist Fortschritt? Ah! Ich habe 12 von 33 Charakteren und 4 Wagen freigeschaltet. Okay. So, ich spiele übrigens mit einem PS4-Controller. Ich wollte das Spiel nicht beenden. Ich wollte nur zurück, meine Güte. Hi Blacky. Na gut. Professionalität wird hier groß geschrieben, wie ihr wisst. Einstellungen. So, meine Güte. Gut. Gönn mal Ultra 2, wird schon gut gehen. So, dann würde ich einfach mal sagen, starten. Oh, Achievements. Na komm, das ist von mir, ist okay. Hm, ja, von mir aus. Starten wir einfach mal das Spiel. Es geht irgendwie anscheinend irgendwie so ein bisschen um Sugi. Mein Husten ist übrigens besser. Wollte ich nur mal erwähnt haben an der Stelle. Aber wie gesagt, ich bin gesund. Nur halt meine Stimme ist halt irgendwie ein bisschen tot. So, spielen wir mal ein Tutorial. Weil was anderes können wir gerade nicht tun. Ja, sei entspannt, Blacky. Willkommen im Tutorial. Versuche einen Charakter mit dem linken Analogstick zu bewegen. Mit Kreis laufen wir schneller. Um neue Schienen zu craften, benötigst du Holz und Eisen. Nimm die Axt auf und fälle den Baum. Ah, einfach nur davor stehen, okay. Und mit der Spitzhacke gegen Felsen schlagen, gibt Eisen anscheinend. Lege Holz und Eisen auf den Transportwagen und lass den Schienenbauwagen eine Schiene produzieren. Nutze diese, um die Schienen zu verlängern. Ah ja, mit X nimmt man Sachen auf und legt die auch ab und die können wir da reinpacken. Okay, und das produziert eine Schiene und die können wir dann hier ranlegen. Und die Flüsse überqueren wir nötig zu Holz. Nimm ein Holz und lege es auf den Fluss. Dann nehme ich doch mal ein Holz. Okay, jetzt brauchen wir natürlich noch eine Schiene. Wir haben natürlich jetzt eine Brücke gebaut, aber wir brauchen natürlich auch die Schiene. Der Zug wird mit der Zeit heißer und fängt Feuer, wenn er überhitzt. Bau eine Brücke, um an den Eimer zu gelangen und fülle diesen dann am Fluss. Okay, der Zug wird heißer, wenn wir den zu oft nutzen. Wir bauen hier einfach mal eine Brücke, da können wir rüberlaufen, können den Eimer nehmen, mit Wasser füllen.
Einfach nur davor stehen. Ist ein bisschen wild, dass direkt Feuer fängt, aber gut. Um mit deinem Team zu kommunizieren, benutze das Emoji-Menü, in dem du L2 hältst und ein Emoji auswählst. Falls der Zug das Ende der Schiene erreicht, hast du verloren. Ja, okay. Okay, man kann es lokal, man kann es online spielen. Nein, wir spielen es lokal, weil es ist ein Multiplayer-Spiel. Kann man es überhaupt spielen? Endlos Spielskills. Fangen wir mal mit einfach an. Weil, ja, ich muss es noch ein bisschen verstehen, wisst ihr. Ich habe ein Herz bekommen von Twilight Chic, das finde ich schön. Checkpoints aktivieren. Mit Checkpoints könnt ihr bei jedem ersten Bahnhof eines neuen Biomes neu starten, falls ihr crasht. Ja, klingt, glaube ich, ganz gut. Spielmodi, was gibt's denn für Spielmodi hier? Also, ein bisschen auch Minecraft-mäßig, ne? Versus, okay, Sandbox. Sandbox ist vielleicht ganz nett, aber schnell endlos. Machen wir mal endlos. Sag ich mal so, der klassische Minecraft-Modus, wo ich überhaupt Controller teilen, ist ja wild. Ich spiele alleine. Ziel des Endlos-Modus ist, so weit zu kommen wie möglich. Tötet ihr mich? Nee. Um den Zug aufzurüsten, holt Schrauben, indem ihr sie in der Welt einsammelt. Deshalb das zu schnell aus, die Lok auf Außengeschwindigkeit zu senden und das nächste Biom freizuschalten. Wenn du alleine spielst, hilft dir der Bot aus. Okay, ich kann ihm Befehle geben. Weiß nicht. Bau, leise. An. Ah, ich muss dann loslassen. Kann ich denn hier hin? Komm, bau du mal den Zug, Kumpel. Und ich würde da bei der Hütte zu der Schraube gehen wollen. Ist diese Musik vielleicht ein bisschen laut? Irgendwie schon, ne? Boden. Ja, ich glaube, so ist, glaube ich, okay. Ja, so ist besser. Ich habe jetzt auch nichts am Lautstärke-Mixer gewählt, gedreht, einfach nur hier im Game. Das ist mir eigentlich auch am liebsten tatsächlich. Der Typ baut gerade die ganze Zeit Gleise, ne? Komm, leg ab. Ja. Ja, das kommt. Na komm, mach mal. Ich will diese Schrauben da holen. Hab ich die jetzt geholt? Ja, okay. Hallo. Hallo. Penner, was soll denn das? Hallo, was soll denn das? Ja, danke. Meine Güte, wie kann ich das machen? Warte, ich muss hier das nehmen anscheinend.
Okay, falls er überhaupt ein Problem hat, sagt er mir das. Okay, sehr nett. Nur ein Spieler darf die Axt aufheben. Wie? Was? Warum fällt das Zug jetzt los? Okay, dann die Lache, dass der Zug da direkt losfährt. Ist okay, denke ich. Ich will das nicht mehr machen. Ich baue mal Gleise. Das Spiel ein bisschen wild. Guck, auch Gleise, der hat keine Rohstoffe. Ja, die Steuerung ist ein bisschen hart. Der hohe bei Eisen, genau. Okay, jetzt auf jeden Fall so ein Spiel, was man eher so im Multiplayer spielen sollte. Habe ich verstanden. Also wenn er die Gleise baut, ich mich um alles andere, also ich mich um alles andere kümmere, ist glaube ich am besten. Ich kann Eisen mehr, ne? Klaut der Typ gerade mein Holz? Gib mir. Man muss sagen, ich weiß nicht, das Spiel finde ich ein bisschen, weiß nicht. Fragwürdig. Warum diese Diebe da nervt mich ein bisschen, aber gut. Oder will wissen, wo es lang geht. Ja, die speisen, sind nicht mal Diebe, die speisen, sind einfach Saboteure. Das sind die Penner. Was ist los? Ich will auch rennen, das ist auch ganz wichtig. Immerhin klauen die mein Werkzeug nicht, ne? So. Das ist jetzt Nacht, ne? Und genau, wie ich das jetzt auch verstanden habe, hat die Schraube bewirkt, dass der Zug langsamer fährt. Das ist natürlich auch ganz gut, würde ich das behaupten. Ja, bau mal. Du hast das, glaube ich, ganz gut im Griff. Was sagt die Zeit? 15 Minuten. Okay, jetzt haben wir es halt geschafft im ersten Bahnhof und dann scheint auch das Ende des Levels, ne? Schrauben können ausgegeben werden für Wagenaufrüstungen. Okay. Ah, da kann man mehr bauen, so. Was ist das? Mehr Produktion. Mehr Stapel. Wasserkapazität. Verstehe ich gerade nicht. Na, ich soll das hier kaufen, ich hab's verstanden.
Oder neue Logs und das nächste Biom freischalten. Was damit? Hast du Bock drauf? Kann man das hinten ran machen oder hier updaten? Ich will jetzt ein Update, okay. Okay, wir bräuchten 4 Schrauben. Ich weiß nicht. Das stimmt, wir haben jetzt jeweils eine Schraube ausgegeben für die Sachen. Es wird halt immer teurer, weil es halt auch immer besser wird und so weiter und so fort. Okay, und für 4 Schrauben können wir eine neue Karte freischalten oder so. Ich weiß nicht. Ja, speichert halt einfach mal ab. Ich weiß ja nicht. Bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen aufgeschmissen? Nee, komm. Spielen wir mal weiter. Also gehen wir einfach nochmal rein in der Map. Ist das die gleiche Map oder eine andere? Ist doch bloß eine andere. Das ist eine andere Map. Mann, Steuerung. Okay, der füllt den Wagen, ist okay. Da ist die Schraube. Wo ist die Axt? Da ist die Axt. Okay, wo ist die Axt da hinten? Die Axt liegt mal. Die Spitzhacke meine ich. Na, das wollte ich dann eigentlich nicht, aber gut. Ist ja auch so ein bisschen. Geht ja auch so ein bisschen darum, quasi Zeit zu finden, wisst ihr? So, kann ich diese Schiene da nehmen? Dankeschön. Jetzt bitte die Schraube einsammeln. Wir brauchen die ja auch zum Ausgeben und halt. Ich will ja schon gerne die neue Lok haben. So, das bewegt sich, glaube ich, ein bisschen langsamer, die Lok, ne? Er hat keine. Ich sollte, glaube ich, auch nicht in den Abgrund fallen, glaube ich. Ist das tödlich? Kann ich in den Abgrund fallen? Ich will es halt irgendwie nicht ausprobieren. Ich weiß halt immer noch nicht so ganz, was ich auf dem Spiel halten soll. War mal hier frei, würde ich behaupten. Da können wir nämlich hier einfach durchgehen. So, wir haben auf jeden Fall viele Gleise, das ist doch super. Aber was hat der für ein Ausrufezeichen auf dem Kopf? Das verstehe ich nicht so ganz. Stapel Materialien auf einem Haufen. Hm.
Wo ist mein Eimer? Da ist mein Eimer. Ich würde gar nicht das 20 Stablung machen, aber ich weiß, ob das eine gute Idee ist. Das ist so zeittechnisch, halt, wisst ihr. Ich kann ja auch nicht weiter stapeln, da kommen dann gehen wir jetzt ins Ziel. Wir haben die Schraube gefunden. Ich bin ja so eine Schraube dadurch, dass wir es geschafft haben. Ja, wir können uns etwas eine Aufrüstung kaufen, aber nur ich will für die neue Lokomotive sparen, auf jeden Fall. Damit wir da mal was Neues sehen können oder so. Mal gucken. Willst du das speichern? Ich weiß ja nicht. Weißt du, du schreibst das andere, weil hier gibt es keine Diener oder so. Wir können mal einen anderen Modus ausprobieren. Wie wäre das? Was gibt es noch? Versus? Ja, das ist Sandbox. Schnell. Probieren wir schnell aus, würde ich sagen. Was da denn jetzt so die Besonderheit ist. Ganz viele Diebe. Die Map schon wieder. Sammle die Kiste, um die Wagen auszurüsten. Hier gibt es keine Schraube, ne? Wie ich das sehe. Mein Zug brennt. Ja, wo ist mein Eimer? Hier ist mein Eimer. Ja. Ich habe viel zu viel Zeit damit verschwendet, die Aufrüstung zu holen. Ja, bleib doch mal stehen, Zug. Naja, das wird wohl nichts. Ja. Tschüss, Zug. Ja, ich bin auch ein bisschen traurig tatsächlich. Ja, ne? Das war ein bisschen doof, tatsächlich.
Ja, ich muss ja sagen, nett, dass es das Spiel umsonst gibt, glaube ich, auch so ein ganz nettes Spiel, aber ich habe keinen Bock drauf, also keine Ahnung. Ich würde es, glaube ich, hier auch nicht nochmal spielen. Also das würde ich halt sagen, so an der Stelle. Okay, da ist wo ist meine Axt? Hätte ich meine Axt? Nehmen wir mal. Das ist doch cool, da hast du Eisen. Was hast du denn? Also der braucht. Braucht Holz, okay. Mann, das ist mein Holz! Meine Güte, ich brauch Holz. Ich finde dieses Spiel viel zu hektisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Und noch ein Holz. Und danach brauche ich ganz dringend Eisen. Mein Lamm brennt in das Sims schon wieder. Ich mag dieses Spiel nicht, sorry. Sorry, weil es dein Lieblingsspiel ist, aber nee. Okay, ist das schon wieder gelöscht, weil es regnet oder so, ich guess. Wo ist die Spitzhacke? Da ist die Spitzhacke. Aber hey, ich freue mich. Aber hey. Ich bin froh, es ausprobiert zu haben, auf jeden Fall. Lass die Banditen nicht. Ey, wie kann man die das verhindern? Kann man die töten oder so? Holz, dann holen wir ein bisschen Holz. Ich glaube, kann er da wirklich einfach nur so bauen, so abbauen, dass die Banditen halt gerade nicht in der Nähe sind. Glaube ich dann so eher die sinnvollste Sache auf jeden Fall. Aber immer klauen die meine Ausrüstung nicht, das ist doch ganz nett. Die Schafe töten. Warum, was ist das für ein Bahnhof? Wir hätten hier einen Bahnhof umgebaut. Bahnhof Einöde oder was? Almöhi Bahnhof. Okay.
Oh. Es brennt. Weil Laubwand sollte wahrscheinlich auch, wenn es brennt, dann halt wirklich schnell machen. Damit sich das Feuer nicht erweitert, ne? Oh, füll mal auf. Ja, was brauchst du? Holz. Ich glaube, anders als bei Speedrunners verlierst du im Laufe der Zeit immer mehr die Lust drauf, auf jeden Fall. Nee, also doch schon, aber und es ist es nicht. Nächster Charakter freigeschaltet, nächster in drei Bahnhöfe. Ich habe noch einen Charakter freigeschaltet, cool. Lokomotive kann ich mir jetzt gönnen. Warum sind wir nur zwei Schrauben? Hast du gerade eben schon zwei Schrauben? Hä? Oder hätte ich gerade in der vorigen, beim vorigen Mal schon was ausgeben müssen, hab das jetzt verschwendet, weil ich nichts ausgegeben habe. Neuer Wagen. Keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, ich hab gerade erleuchtet, lebt die dunkelste Nacht. Das ist auch cool. Ich hab einfach das Gefühl, ich hab gerade einfach verkackt, weil ich vorher nichts ausgegeben habe. Weil ich wollte eigentlich hier drauf sparen, aber irgendwie kann man anscheinend nicht sparen. Keine Ahnung. Na, lass mal. Ja, ja. Puh. Gibt's noch irgendwas? Kann ich denn online spielen? Kann ich in ein Online-Spiel reingehen? Einfach nur so mit Fremden? Vielleicht mit Leuten, die gut sind jetzt in dem Spiel, das wäre doch mal was. Aber war es jetzt so Free-to-Play-mäßig? Vielleicht haben Leute jetzt Bock, ich weiß nicht. Wir können mal einen Zombie haben. Zweimal Linux der User, wahrscheinlich bin ich dann einfach zu zweit, keine Ahnung. Für mich kann ich auch Mittel machen. Checkpoints, ja. Oder trollen die nur. Mal gucken, mal gucken. Ich würde lassen. Sagen, die Banditen lassen einfach mal nicht frei. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was die machen wollen. Anscheinend wollen die woanders lang. Wobei, nee, die wollen hier lang, okay. Aber es ist doch nur einer, oder? Ja, naja. Dass wir die Banditen einsperren können, glaube ich, ganz gut. Ja, komm, dann hack ich mal ein bisschen. Keine Sorge, Kumpel, ich hol die Banditen nicht raus. Ja, noch einmal reinhaken. Gut gemacht, Kumpel. Es brennt. Wo ist der Eimer? Wo ist denn der Eimer? Eimer? Ah ja, den Eimer, okay, alles gut. So.
Warum, was machst du da? Ach so, der baut da, okay, der baut schon einen Weg, wo man langlaufen kann. Okay, machst du gut, machst du klug, bist du klug. Mach weiter so. Schau mal die Axt. Da oben ist der Bahnhof. Okay, da oben ist der Bahnhof. Ich hack mal ein bisschen noch weg. Aber wenn da oben der Bahnhof ist, sollten wir uns dann natürlich dann da oben durchhacken. Wir nutzen weniger als 30 Schienen, ist die Aufgabe. Weg da. Mal gucken. Also theoretisch können wir uns dann hier quasi durchschienen. Ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, wenn wir jetzt noch höher gehen, brauchen wir noch eine zweite Strecke frei. Ja, mal gucken, ob wir weniger 13 haben, weil theoretisch haben wir da unten schon eine kleine Verschwendung begangen. Aber naja, gut. Läuft doch ganz gut jetzt hier im Team. Ja, das wird nichts mit weniger als 30 Schienen auf jeden Fall. Weg damit. Aber naja, was soll's. Was soll's. Nein, oh, sorry, kann ich das... So. Sorry. Aber ja, wir haben so ein bisschen Verschwendung betrieben hier. Ich glaube, wir sollten den Eimer mitnehmen, ne? Nicht, dass er aus dem Bild verschwindet. Wollen wir die Diebe freilassen? Guck mal, der hätte da unten fast die Diebe freigelassen, aber der hätte noch aus der aufgehört, der Gute. Da können wir da jetzt Zug länger, wird es natürlich auch gefährlich, und in dem Sinne. Dass man halt unter Umständen auch nicht so gut an ihm vorbeikommt, ne? Na gut, ich hack hier ein bisschen. Ja, wir hätten dann hier einfach gerade durch müssen, hätten wir 4 Schienen gespart. Ja, 4 hätten wir dann gespart. Ja, hätten wir die 4 Schienen gespart, ja, okay, naja. Na, keine Ahnung. Na komm, ich lass ihn entscheiden. Ja, ich glaube, ich bin jetzt ein Pro-Gamer, anders als ich. Aber jetzt spielen wir auch wirklich weiter, okay, cool. Lass den Zug nicht Feuer, nicht Feuer fangen lassen. Achso, ja, okay, dann einfach rechtzeitig halt Wasser reingeben.
Aus dem zweiten macht das, glaube ich, schon mehr Bock. Also mit mehr Spielern macht das, glaube ich, schon mehr Bock, wenn man dann kann. Das ist der CPU, warum, glaube ich, so auch ein bisschen nervig. So. Und ich geh mal hier lang. Wir müssen da jetzt ja nicht unbedingt. Was ist das für eine zulässige Grafik? Wir müssen da jetzt nicht unbedingt. Ich habe die Frage, wo wir dann lang müssen. Das sieht man halt irgendwie noch gar nicht. Bleib da. Wo ist die Spitzhacke? Jetzt die Spitzhacke. Das sind jetzt Banditen, aber die haben natürlich jetzt auch nicht so unbedingt Bock. Muss man halt sagen. So, rein damit. Ha, Zug brennt, verkackt. Naja, was soll's. Wen interessieren schon die optionalen Ziele? Wir haben ein Problem in Houston. Ah, man kann auch direkt das so nehmen, cool. Ja, keine Ahnung, kümmert du dich um die Brücke. Ja, dann müssen wir da zu den Banditen. Das können wir dann nicht verhindern. Ja, ich. Zug brennt übrigens. Ah, ich kann hier sowas legen. So, rein damit. Das ist aber noch ein sehr hektisches Spiel, aber das zweite bockt das halt schon mehr tatsächlich. Da hinten ist eine Schraube. Da wäre ganz klug, einfach auch den Weg zur Schraube halt entsprechend auch einfach zu bauen. Man kann jetzt auch mit Kreis rennen, ganz wichtig. Wir haben kein Eisen mehr, nicht mehr so viel Eisen. Man kann natürlich auch, okay, da oben ist der Bahnhof, aber man kann ja theoretisch auch, Ahnung, hier so lang bauen. Aber der nimmt auch automatisch auf. Okay, cool. Das ist auch nochmal eine gute Info. Den Eimer, den hätte ich gerne. Kumpel, wir bräuchten ein bisschen Eisen. Wo ist denn die Spitzhacke? Die ist da drüben. Wir
mir die Spitzhacke. Hup. Ist das einfach die Spawn? Was ist das denn? Das wird jetzt uncool, also ganz ehrlich, da habe ich doch keinen Bock mehr. Okay, ich habe da jetzt auch gerade den Weg zu den Banditen freigemacht, das war auch ein bisschen dumm auf jeden Fall. So bestätigen. Ja, ich bin auch sauer, dass mein eigentlicher Kumpel weg ist. Ah, da kommen wir nicht durch. Sehe ich mal gerade so. Lang. Ich finde gerade ein bisschen uncool, dass der Typ weggegangen ist. Hat gerade so Spaß gemacht mit dem vor allem. Vielleicht war ich ihm einfach zu schlecht. Man kennt. Oh, machen wir hier eine Brücke. Hasse euch. Sorry, ich rede gerade wieder ein bisschen wenig, ne? Aber ein bisschen habe ich schon Spaß gewonnen, zumindest als der Typ noch da war. Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass er weggegangen ist. So, weg! Oh. Bisschen ein Roboter. Aber ich glaube, wir können das gut schaffen. So meine Vermutung. Ja. Dann kannst du mal löschen. Oh, weg damit. Oh, ich hol mal die Gleise da ab. Dieser Typ hier baut. Dankeschön dafür an der Stelle auf jeden Fall. Ich bin mal traurig, dass einfach unser CPU-Freund weg. Unser nicht CPU-Freund weg ist. So, nehmen wir mal die Axt. Und dann sollten wir mit der Spitzhacke gleich nochmal was abcraften, aber halt schon mal hier frei machen, weil den Weg brauchen wir halt gleich. Ah, okay, und dieses Geld ausgeben ist halt auch dann wohl auch rundenspezifisch. Also quasi pro Runde halt kann man halt was Nettes bauen. Ja. Yeah. Spitzhacke. Ja, ist halt wie gesagt. Ist halt. Also ich verstehe den Reiz des Spiels mittlerweile,
Aber ich werde es nicht weiterspielen. Also vielleicht jemand sagt, hey, lass uns doch mal zusammen spielen eine Runde. Dann wäre ich ja wahrscheinlich schon nicht abgeneigt zu. Wo sind eigentlich die Diebe? Sind die gestorben oder so? Also, stört mich jetzt nicht unbedingt, aber sind die gestorben? Hallo. Gib her. So. Okay, können wir halt. Ja, okay, und wenn wir jetzt. Quasi, okay, jetzt könnten wir halt quasi sparen. Ach, guck mal, ja, hier geht's weiter. Okay, das hätte ich dann vorher, glaube ich, auch schon machen können. Habe ich nicht gemacht? Gut. Ja. Da wird lange spielen, einfach weiter, die Runde. Aber alleine ist es okay. Ich habe keinen Bock allein. Also, allein mit dem CPU ist kacke. Mit dem CPU ist kacke. Ich würde einfach nochmal gucken, ob ich vielleicht. Jeder darf beitreten. Kids. Machen wir doch mal. Also kann ich irgendjemand beitreten, so spontan oder so? Hi! Der hat keinen Bock auf mich, Arschloch. Also, ja. Ist es okay, keinen Bock auf mich zu haben? Wie das? Dann kannst du mehr Bock auf normal. Ich glaube, der will einfach nur trollen, der Idiot. Ich glaube, du willst einfach nur trollen, ne? Guck mal, ja, dann macht das wieder alle Häkchen weg. Man kann überhaupt die Häkchen steuern. Oh, was ist das? Bock? Sieht nicht so aus. No, zu viel. Ein geiler Vierer. Hätte Bock drauf. Finde ich ein bisschen fragwürdig, dass die halt auch die ganzen Einstellungen verändern können, aber gut. Kommt her, Leute. Ich habe 20 Materialien auf einen Haufen. Aber ich glaube, so viel jetzt kann man sich auch ziemlich gut aufteilen, würde ich behaupten. Also sagen wir mal, ich hoffe jetzt einfach mal, dass die ihre Gleise, dass die jetzt mal Gleise bauen, die Leute da. Und ansonsten ist der Spaß auch gleich vorbei, ne? Naja, ich würde einfach mal hier meinen abhacken, bauen und halt die Schraube ist halt spannend auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Stapeln bringen, also was die optionalen Aufgaben bringen, ich weiß halt auch nicht. Gib mir die Axt. Damit werde ich die Welt beherrschen, kommt schon.
So, machen wir hier noch eine zweite Spur. Und wäre ganz cool, wenn ihr da hinten mal hinbauen würdet zur, ja, für Wasser auf, das ist ganz cool. So, hab ich das mal gemacht. Hallo, wo bin ich? Da bin ich. Seid ihr, mach mal, ich hol die Schraube. Körper, Hoho. So geht's mir hier außen rum, weil hier ist ein bisschen mehr kaputt, da geht's schneller. Ja, holt gerne das Eisler, wenn ihr wollt. Ich bin gerade an der Schraube interessiert. Ja, die kann ich dann gleich holen, denke ich. Ja, keine Ahnung. Ja, jetzt hat nur eine Schraube, ist halt ein bisschen doof, ne? Hm. Ja, ich vertraue deinem Macht. Ja, komm. Nehme ich das jetzt einfach mal. Nicht so viel, das ist glaube ich schon ganz cool. Ich habe dann das Zug auch ein bisschen schneller, ich weiß nicht. Leute, kommt ja. Leute, ich nehme ein Video auf. Ihr seid im Internet. Also benehmt euch. Danke. Oh. Sorry. So, hol ich mal hier das da hinten ab. Ich kann noch mal einmal mitnehmen, glaube ich. Ja. So, Leute, die Schraube da drüben. Was macht denn da mit dem Tier? Das arme Tier. Komm, nimm die. Nimm die Schienen. Danke. Was macht er da mit den Tieren? Ich weiß ja nicht. Ein bisschen fragwürdig tatsächlich, aber gut. Aber jetzt baut jemand anderes ab, das ist auch schon mal eine gute Arbeitsteilung oder so. Ah, dafür brauchen wir Holz. Ja, genau, das ist richtig. Dafür brauchen wir tatsächlich Holz. So, habe ich in der letzten Runde gelernt, dass man sich jetzt nur eine zweite Spur sieht bauen sollte. Damit man da halt auch dran vorbeilaufen kann am Zug, ne? Genau. Und dann ist dann auch schon der nächste Bahnhof, ist doch ganz nett. Liegt die Axt hier irgendwo rum? Die Frage, können wir diese ganzen unsere Werkzeuge verlieren? Ich weiß ja nicht, warum hier.
Aber das hat man auch ein bisschen lila gelesen. Das heißt, das kann man dann noch schon so ein bisschen erahnen, auf jeden Fall. Mal wäre auch sinnvoll, dass man es erahnen kann. Oh ja, wird wieder heißer tatsächlich. Oh, sorry. Ja, er hat natürlich ein bisschen in den Weg gelaufen, das ist ein bisschen nervig dann, aber gut. Also der Regen, der hilft mir, glaube ich, das ist auch schon so ein bisschen verstanden. Komm, was macht ihr hier? Nett, nett, auf jeden Fall. Nett, nett. 4 Schrauben. Ich weiß, dass das Bock ist. Ich kaufe einfach jetzt ganz frisch die Lokomotive, die neue. Tut mir leid, aber... Das möchte ich jetzt tun. Wahrscheinlich leidet jetzt alle sauer auf mich, aber ich wollte die neue Lok haben. Sorry. Weiß ich nicht, viel schneller. Naja. Na guck mal, es sind 2 gegangen. Ja, war ich vielleicht nicht so klug? Naja, was so ist. Hier so ein bisschen lang, würde ich behaupten. Was ist denn hier unten so? Also die Dunkelheit, die nervt mich auch schon so ein bisschen. Und Dunkelheit Videospielen, wisst ihr, was da so meine Meinung zu ist. Haben wir den Eimer verloren? Wir haben den Eimer verloren, ne? Ja, der Eimer ist weg, ne? Ist halt doof. Meine Güte, war es ein Schmutz. Ja, keine Ahnung, dass man so viele Sachen auf ihn achten muss. Aber ja, komm. Es tut mir leid, Kumpel, ich gehe jetzt. Wo kann ich gehen? Gar nicht. Spiel zurücksetzen. Tschüss. Ich wollte eigentlich nur gehen, tatsächlich. Tschüss. Hier ist zurück. Sorry, Kumpel. Aber ich hätte nicht spielen sollen. Wir hatten eh keinen Einwand, von daher. Ich hatte gerade noch Achievements mir angucken. Du willst das nochmal gemeinsam mit euch in die. Nein, nein, nein. Das ist falsch, das hier muss ich, glaube ich. Shift F3 ist bei Epic. Seht ihr das? Ja, ist irgendwie Achievements? Ah ja, hier. Keine Achievements, geil, sind wir gut. Ja, das ist es, ja. Warum ist alles auf Englisch? Ich kann kein Englisch. Doch, ich kann Englisch. Naja. Naja, naja. Ich würde dann sagen, das war's mit diesem 1 Stunde in. Und wir sehen uns wieder zu einem neuen Video, neuen Streams. Heute streame ich, glaube ich, noch einmal Crash Tag Team Racing. Also, seid gerne da anwesend. Und ja, wir sehen uns wieder. Und ich denke mal, nächste Woche. Ja. Sollte man wieder ein neues Let's Play starten. Also, ja. Seid gespannt, es wird brillant. Bis dann und ciao.